Willkommen beim achten Lauf der Gleitschirmweltmeisterschaft, der wolkig, aber dennoch sehr freundlich begann, denn alle Pilotinnen der WM begrüßten uns am Startplatz. Hello! Hi! Hallo, konnichiwa! Hallo! Hallo, buenos dias! Hola! Hallo! Ciao! Annyeonghaseyo! Hi! Heute stand eine schnelle 74-Kilometer-Aufgabe auf dem Zettel. Section is WV14, Lattebusque 8.2 Kilometer Radius. Die Basis war zwar noch tief, aber das Feld startete um 12 Uhr, um die Aufgabe um 13 Uhr in der Luft zu beginnen. Andreas Malecki kommentierte für uns seinen heutigen Flug. So, da haben wir jetzt den achten Tag, WM-Feldritt. Wir positionieren uns gerade hier am Startradius und die Basis ist nicht besonders hoch. Die liegt jetzt gerade mal bei 1700 Metern und ich denke, sie wird noch 200-300 Meter steigen. Zweite Wende genommen, wir sind am Startplatz schon wieder vorbei und jetzt fliegen wir wieder an die lange Kette. Ist ziemlich viel im Schatten und die Vorausfliegenden sind sehr tief. Wir sind in einer sehr guten Position. In der Einstellung war ich noch einer mit der Führenden und eigentlich einigermaßen hoch. Dann hat es mich so dermaßen am Hang runtergespült. So, und ich habe lange suchen müssen, bis ich dann endlich wieder steigen hatte. Heute lief es sehr gut für das deutsche Team und alle Piloten flogen ins Ziel. Hier sehen wir Thorsten und Marc bei der Landung. Ja, hallo mal hier im Ziel. Endlich ist es gelaufen, zumindest für mich heute. Sehr schnelles Rennen mit den klassischen Abschattungen, mit den klassischen Tiefkommen. Und ja, so bin ich mit der ersten Gruppe rein heute, denke ich, 7.-8. ins Ziel. Und ja, schönes, also für uns natürlich ein sehr schönes Rennen gewesen, weil wir auch noch einen ganz netten Abstand rausgeflogen haben. Und aktuell sehe ich Marc hier noch ein Ziel und da kommt der Uli angedackelt. Und Beb habe ich noch nicht gesehen, aber die werden sicher alle kommen heute, weil am Ende ging es dann doch noch ganz gut.